Hallo, hier sind wir wieder. Heute aus dem österreichischen Möggers bei bestem Wetter und noch besserer Laune. Wir steigen gleich ein in das erste Rennen der ADAC MX Masters Klasse. Der erste Hole Shot bei den Big Boys geht an den Belgier Jeffrey De Wulf. Hinter ihm fahren der Ungar Wenzel Swoboda und der Österreicher Lukas Neurauter. Neurauter verliert den dritten Platz in der nächsten Runde an Henry Jacobi, bleibt jedoch in Schlagweite auf den Deutschen. Hinter Neurauter passiert ein paar Sekunden erst einmal nichts. Dann kommt der Schweizer Andy Baumgartner. Der amtierende MX2-Vize-Weltmeister Jeremy Sewer kam überhaupt nicht gut weg am Start, hatte jede Menge technische Probleme und muss nun das Feld von hinten aufrollen. Am Ende hat sich Sewer auf den 7. Rang vorgearbeitet. Der Sieger des ersten Laufs in den ADAC MX Masters in Möggers ist der Belgier Jeffrey De Wulf. Der Ungar Wenzel Swoboda kann seinen hauchdünnen Vorsprung ins Ziel retten und belegt Platz 2 vor dem Österreicher Lukas Neurauter. Max Nagel hat sich gestern den Ringfinger an der linken Hand gebrochen und ist sofort nach Hause gefahren, um ihn behandeln zu lassen. Er kann also bei den Rennen in Möggers nicht dabei sein. Im zweiten Lauf holt der Schweizer Andy Baumgartner den Hole-Shot. Mit dabei in der Spitzengruppe sind Henry Jacobi, Wenzel Swoboda, Andy Baumgartner und Jeremy Sewer. Jeremy Sewer möchte in diesem Lauf natürlich anders abschneiden als im ersten und legt sich dementsprechend ins Zeug. Nach nicht einmal 2 Runden ist Sewer dann an der Spitze. Der Ungar Wenzel Swoboda, der im ersten Lauf den 2. Platz belegt hat, ist nun auch wieder am Drücker. In nur einer Runde knackt der Baumgartner und Jacobi und liegt nun auf Rang 2 hinter dem führenden Jeremy Sewer. Jens Gettemann kann in den folgenden Runden noch an Henry Jacobi vorbeigehen und sich so den 2. Platz sichern. Der Schweizer Jeremy Sewer gewinnt den 2. Lauf in Möggers vor dem Belgier Jens Gettemann und dem Deutschen Henry Jacobi. Tagessieger ist mit 40 Punkten der Ungar Wenzel Swoboda vom HTS-Team. Platz 2 geht mit 39 Punkten an den Schweizer Jeremy Sewer vom Vilvo Yamaha Official MXGP-Team. Und last but not least, Rang 3 belegt der Belgier Jens Gettemann vom Monster Energy Kawasaki 11-Team Pfeil. Henry Jacobi steht nun trotz Indonesien-Fieber und einem Stein, der ihn im 2. Lauf an der Hand getroffen hat, an der Tabellenspitze. Max Nagel trotz Ausfall hinter ihm auf der 2. Das war's aus Möggers. See you in Tänzfeld im hohen Norden.